Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Hey meine Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen The Playtale Innocent und spielen jetzt den kleinen Hugo. Keine Ahnung, ob ich ausgesprochen habe, wahrscheinlich eher nicht, aber den Jungen spielen wir jetzt gerade. So. Okay, wir sind klein und können auch mal gerne durch Schränke durchklettern. Ansonsten erstmal hier. Oh. Hört auf! Jo, mal gucken. Was ist denn die vierte Nacht in Folge beim Episanquis? Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Geschirrt. So, hier sind ein paar Menschen. Ach, schade. Oh, schnell weg. Zum Glück guckt keiner hier irgendwo hin. Müssen wir hier durch? Oh, stopp. Na, wir warten noch mal eins. Was? Bringt der dahin? Boah, schnell. Boah, zack, da sind wir. Oh, das ist ganz schön groß. Oh ja. Mama. Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Ich denke mal, das ist der hier. Na, du schaffst das schon, meiner. Ich denke mal, hinstellen. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Denk mal, hinstellen brauchen wir uns sonst nicht in diesem Level. Hier geht's nicht weiter. Hm. Wo muss ich lang? Okay, hier geht's weiter. Gut. Hoffentlich guckt er noch ein Weilchen in Richtung Schrank, so dass wir weiter können. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele dies unbeschadet überstehen. Ad ignem. Ad lucem. Na hoffentlich. Nein, natürlich nicht. Oh. Vorsicht! Wie nett, dass hier immer so ein bisschen Wand. So, da geht's nicht lang. Wir begeben uns nach hier. Und gucken mal hoch, was wir da finden. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Ich
gerade überlegt, ob ich rechts oder links gehe, aber zum Glück habe ich mich spontan richtig entschieden. Und für links. Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube... Ich habe keine Angst, keine Angst. ...und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Na, das wird das schön. Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Hoffentlich. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Das war aber knapp. So, einmal nach oben. Wollte es ein bisschen spannend machen. Deswegen habe ich da die Flasche kaputt gemacht. Nichts zu berichten. Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Melly. So. Der guckt in die Richtung. Wir warten wieder, bis der Nebel kommt. Ja, versteckt. Jetzt. Und schnell hier rein. Noch ein Lind von dem Zeug. Ganz sicher. Na komm, rauf. Und los geht's. Einmal und einmal noch hier durch. Was sind da in den Behältnissen drin? Was ist da? Ach, schade. Ich glaube, das hätten wir auch ein bisschen anders machen können. Machen wir mal sicher. Und hoffen, dass diesmal funktioniert. So, noch einmal. Schnell weg, schnell weg. Echt jetzt? Okay, ich dachte, er sieht uns da. Habe ich vorhin gestanden, dass der uns gehört hat? Da geht's nicht lang. Wo sind wir? Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur. Die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Okay, wir haben doch mal ein bisschen gehört. Ja. Oh, mein Gott. Schocken. Mal schauen, ob wir sie finden und vielleicht auch retten können. Ich bin mir nicht sicher. So, rechts. Ja, nach. Rechts ist nichts, dann gehen wir nach links. Ganz spontan. Oha. Nein, nein, er darf mich nicht sehen. Wieder da in den Schrank hinein.
Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Rouen. Weiter! Sie sprechen über mich. Ja, das machen sie. Okay, weiter. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Oh, da kommt einer. Da war ich zu spät. Es sieht so aus, als wäre da drüben etwas. Da ist genau nichts. Da. Das kann nicht sein. Ah, toll. Nun, dann sehen wir nach. Ja, guckt nach. Oh, schade. Da war der rettende Tisch. Wir sind, ich glaube, da, wo ich gerade hin war. War ich letztes Mal einen Tick zu langsam? Die Prima Macula. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt, Meister oder Sklave, Ordnung die oder Chaos. Von Beatrice de Aber wie sind können alle wir sicher sein? Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Ah. Mama. Das ist doof. Geht der nochmal weg? Ich hoffe. Ah, jetzt. Auch es wird nicht besser. Dann kurz hier rein. Ah, gut. Ich habe überlegt, ob wir ja auch hier außen drum hätten lang gehen können. Nein, können wir nicht. Wir müssen uns kurz hier zwischenparken. Okay, einmal die Treppe wieder runter. Hinknien oder wieder auf Zehenspitzen und gebeugt. Sie gesagt, ich muss weiter nach unten. Damit wir da leiser sind. Hier ist einfach alles so groß. Ja, da hat er recht. Hey. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Der sieht aber auch krank aus. Ob der Leben wieder rausgeht? Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rouen. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fort.
Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Okay, ich denke mal, den kleinen sympathischen Kerlchen, die dürfen wir jetzt folgen. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ich denke mal, hier oben haben wir vorhin. So, der ist weg. Wir gehen weiter. Warum macht denn da so eine Stufe und dann wieder das runter? Komisch gebaut. Hallo? Nix. Also gehen wir hier lang. Okay. Ein Garten. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jorn. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? So, wir müssen weiter. Mich verarschen? Was machst du jetzt hier? Geh weg. Und der kleine Mensch, bleib mal mutig hier hinter stehen. Ha. Wo ist er jetzt hin? Ah, da hinten. Er geht. Schnell. Ja. Einmal hier lang. Ach, da hinten steht noch einer. Oha. Oha. Da können wir auch nicht lang. Müssen einmal hier lang. Hier durch. Hab ein bisschen gepennt. Wir machen einmal die Nummer sicher. Und gehen hier hinten rein. Nicht, dass wir doch noch in das Sichtgebiet von den Soldaten da vorne kommen. Muss ja nicht sein. Ich bleibe auch schön in Deckung. Gefühlt sind wir genauso hoch wie die Mauer. Läuft. Ach, da. Ne, der hat auf uns gewartet. Der Schlingel. Der Kleine. Treppe hoch. Ja, gehen wir erstmal weiter. Okay, dann halt doch nicht. Oh nein, woanders lang. Schnell. Gehen wir doch mal spontan die Treppe hoch. Der Träger der Makula sei hier. Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft.
Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? So, nochmal hinknien oder ducken. Da sind die anderen. Hey, Kleiner, hilf mir. Ah, geht nicht. Hilf mir. Du wirst sterben. Was hat er denn nun schon wieder? Ah, Mist. Heute wieder entdeckt. Ich glaube, der Weg war gut. Hoffentlich sind wir nicht so weit weg. Und wir da gleich wieder anknüpfen können. Ah, schön. Wir sind hier. Sag mal, warum höre ich euch nicht wie die anderen? Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrung. Hey, Kleiner, hilf mir. Ah, gut. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren, ihr und eure verfluchten Ratten! Ob wir die nochmal wiedersehen? Gehst du jetzt bitte weg? Danke. Dann kann ich jetzt auch weiterlaufen. Oh. Machen wir uns dreckiger. Oder? Nö, hat er gut gemacht. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Da ist er. Er geht Mama holen. So, gleich haben wir sie. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Wo lang? Hier lang? Ja, hier lang. Und wusch einmal durch. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht? So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Ja, der schafft das. Sie muss in der Nähe sein. Okay, nicht da lang. Hab gerade überlegt, rechts oder links, aber... Die Wahl wurde uns abgenommen. Wir können nicht weg. Ach, bitte, lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Boah. Okay. Hier auch nicht. Kleiner, was zum Teufel machst du hier ganz allein? Hm. Ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht. Ich muss gehen. Wiedersehen. Stirbt er jetzt? Nein, er wartet noch. Nett. Hier ist eine Zelle, komme nicht durch. Magistra Deru, ja, redet mit zum Mama. Letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh, nein, schnell. Komm zurück, schnell verstecken. War ich doch ein bisschen ein Tick zu langsam. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen.
Kommt er jetzt bald mal? Er geht auch wirklich sehr, sehr langsam. So, weiter geht's. Hier ist nix. Da ist nix. Hier ist Mutter. Mama? Ah, Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Ja. Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun denn. Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Beklagen. Wow, schnell. Egal, die Kinder. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauch sie nicht. Machst du gut, kleiner Junge. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, geh ich besser auf Nummer sicher. Wow. Geh weg. Hoffentlich sieht er uns nicht. Was? Ah. Da bewegt sich was. Schade. Zu spät gesehen. Okay, auf ein neues. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Wieder schnell zurück. So. Vergiss es. Erzähl bitte weiter. Nun denn. Die Dörun hat die Haut einer echten Dame. Willst du mich verarschen? So weich. So. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Säge, alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Wir stellen es mal hier drüben hin. Mal gucken, ob das hier unten passt. Zack, 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 zack. Die ist für die Käfig. Schlüssel. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo ist der Schlüssel? Ich habe keinen. Mann. Ich muss zurück. Ich muss die Ratten vertreiben. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Oh, es funktioniert. Kusch.
da hinten sind die Schlüssel. Ja, die holen wir uns jetzt einmal. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh, oh mein Kopf! Hört auf zu schreien! Boah, jetzt war ich aber erschrocken. So, reicht das vom... nicht ganz. Mal schauen, wenn ich das jetzt hier wegnehme. Also jetzt kommen wir zwar zum Loch, aber jetzt kommen wir hier nicht durch. Das ist natürlich ärgerlich, da muss ich das mal kurz wieder hier hinleuchten. Geht weg, ihr kleinen Viecher. So, so passt, so sieht es gut aus. Passt das jetzt? Nee, noch nicht so. Aber halt, jetzt können wir hier lang gehen. Boah, haben wir die Kurve bekommen. Hier lang gehen, nochmal die Ratten teilen. Ganz allein. Ja. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. So, jetzt kurz hier aufmachen. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Hand. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir, die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Okay. Okay, muss ich jetzt irgendwas machen? Ach so, das hier. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Sehr gut. Siehst du? Euch weg. Wobei, Moment, ich mach das mal hier in die Richtung. Mein Kopf ist weg. Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Krass. So, zack, hier ist Licht. Da haben die wieder nichts zu suchen. Gehen wir weiter. Sp-
spontan nach links. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? So, einmal hier durch. Treppen hoch. Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Okay, geht nicht weiter. So, auf ein neues. Ah, sind so oft gestorben. Hätte ein bisschen nachgedacht, das ein und andere Mal. So, wir lassen mal die Ratten hier hinten. Was mache ich denn hier verkehrt? Ah, schade. So, auf ein neues. So, wir suchen wieder die Ratten. Packen die einfach mal hier hinten in die Ecke und laufen mal mit den Rücken. Ich hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Ich wieder sterbe. So. Okay. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde bist. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Okay, das ist schick. Können wir mal hier hoch. Die parken wir diesmal hier rechts auf der Treppe und gehen ein Stückchen weiter. Bis dann. So, hier ist nix. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Kann ja auch gar nichts. Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Oh, da ist er. Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht
ein Dirun zu sein. Er gehört hierher, an meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Oh, da haben sie aber Ratten gesammelt. Noch ein Löcher. Tötet sie! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh! Oh nein! Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Ivo! Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Wow! Hör auf! Er hat doch noch ein Fest! Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Ich mag nicht. Mag nicht. Euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze. Wow, wir machen jetzt einen Bogenschützen. Nutzlose Dank. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Halte durch. Und sie reagiert. Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Nun kommt! Ja! Verschlinge sie! Die Schwelle wartet! Wow, der ist ziemlich nah! Schade, war ich zu spät! Auf ein neues? Ach, diesmal die Mutter gestorben. Mal nicht wir. So, weiß nicht, ob das überspringen kann. Halt, stopp. Beat. Überspringen wir mal. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh. Oh nein. Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Ivo. Angriff. Tötet sie. Was soll ich tun? Die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft hängt von euch ab. Bogenschütze! Nutzlose Nacken! Eine Belohnung! So, wir sollten noch eine kleine auch schon. Haltet durch! Lieber Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Du kommst! Der Junge wird schwächer! Ja! Verschlinge sie! Die Schwelle wartet! So schnell! So. Genug. Oh, was ist das jetzt? Ach so, das macht direkt. Die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Öko. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft? Freue mich.
So, gucken wir uns noch kurz an, wie die nächste Mission ja vonstatten geht. Dauert wieder ein bisschen mit den Laden. Und los geht's. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lasst mich allein. Oh, 1 Monat später. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. So. Henker, komm schon. Könntest du bitte aufgehen? Okay, meine Freunde, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne kommentieren, abonnieren, wieder einschalten beim nächsten Mal. In diesem Sinne, ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.